Meine spontane Wunsch-Elf. Ich glaube, beim Luis haben wir ein B vergessen. Oh ja. Schenken wir dem das noch? Der kriegt auch noch reingepresst. Und dann haben wir es. Also Luis, wenn du das sehen solltest, es tut mir wirklich leid, da ich dich falsch geschrieben habe. So, und jetzt der nächste Anschlag, den wir auf Benny auch vorhaben. Ganz, wie soll man sagen, ohne große Vorbereitung muss der Benny uns jetzt 11 Spieler nennen, mit denen er gerne nochmal zusammenspielen würde. Da ist die Gefahr natürlich immer groß, dass man jemanden vergisst. Ja, ich fange schon an, das Rad rattert schon im Kopf. Ja, fangen wir doch mal an. Trotzdem, wen würdest du denn ins Tor stellen? Möglicherweise. Also ins Tor stelle ich mal den dicken Wache. Den Wachen. Wir wachen die Dimo-Wache, ne? Richtig. Kollege aus Mainz. Ja. Dann, ganz wichtig, vorne im Sturm muss dann natürlich der Auer. Ja, natürlich. In Aachen habe ich mit dem Silat Nemeth immer sehr, sehr gut harmoniert im Sturm. Da spielt es noch ein bisschen hinter mir, weil ich bewege mich ja recht wenig. Also Silat muss um mich herum spielen. Okay. Mhm. In Aachen, genau. Habe mich immer gut bedient. Mhm. Über die linke Seite Luis Holtby natürlich aus Aachener Zeiten. Dann würde ich Marco Höger auch aus Aachener Zeiten über rechts. Waren ja damals noch ganz junge Burschen, oder? Ja, beide. Ganz wichtig für mich war auch immer Soltan Stieber. Den stellen wir auch nochmal über. Also der hat immer diesen Weg gemacht und musste mir dann die Flanken reinschlagen. Das hat er sehr gut gemacht. Ins defensive Mittelfeld Hanno Balic. Junior-Nationalmannschaft, immer mit mir unterwegs gewesen, aber auch eine gewisse Zeit in Mainz. So mit den Verteidigern hatte ich sie eigentlich nie so. Die haben ja eigentlich immer nur hinten die Knochen vertreten. Mainzer Zeit, hinten rechts Matthias Abel. Hinten links, da mir kein besserer einfällt, nehmen wir Marco Rose. Okay. Der als Trainer ja mehr Erfolg hat als Spieler. Es sei ihm gegönnt. So, wie viel brauchen wir noch? Jetzt haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 nach 2, genau. Ganz wichtig, Innenverteidigung aus Aachen, Thomas Stehle, die Axt. Die Axt. Ja. Hat alles einfach niedergefällt. Alles. Ich hätte ein bisschen Platz lassen müssen, weil zu der Axt gehört auch immer der Nico Herzig. Auch aus Aachen. Wir waren immer eine nette Runde auch beim Mittagessen und das war immer ganz lustig mit den Jungs. So, jetzt brauche ich noch, hier ist ein bisschen Raum, ne? Irgendwie ja, bräuchte ich noch was. Was hätte man denn? Hanno Balic ist ja eigentlich jetzt auch schon eher da ein bisschen. Also meinst du, so ein bisschen vorne. Darf sich ein bisschen nach vorne bewegen. Wir haben noch keine 11, wir haben 10, oder? Ihr habt genau 11. Haben wir 11 sogar schon, genau stark. Ich kann sagen, okay, wir haben schon 11, ja, dann hätten wir also alle, die, noch den 12. Mann aufgestellt. Also alle, die ich vergessen habe, es tut mir leid, von ganzem Herzen. Und wir vielleicht noch einen Trainer? Welcher Trainer wäre es? Von welcher Mannschaft würde der trainiert werden? Dieser Mann? Ja gut, also ich würde sagen, Trainer ist dann Jürgen Klopp. Passt.